Guten Tag, wir sind Geeks Live Luxemburg. Wir stehen hier bei KSM Anime mit... Mit der Christina, genau. Was ist KSM Anime? Genau, also wir sind ein Anime-Publisher und also unser Hauptsitz ist in Wiesbaden. Produktion ist in München und genau, wir veröffentlichen DVDs und Blu-Rays und bringen auch Kinofilme raus und machen natürlich auch Anime. Was für Kinofilme und Animes bringt ihr raus? Also zum Beispiel dieses Jahr kommen jetzt ganz viele von Naruto, Hunter x Hunter lief jetzt im Kino, ja, sowas halt. Was ist das Aktuellste, was ihr gerade veröffentlicht habt? Das Aktuellste ist jetzt gerade Blood Blockade Battlefront und God Eater haben wir jetzt ganz neu hier. Die sind auch offiziell noch nicht raus, aber wir haben sie jetzt hier auf der Messe schon mal vorab. Genau, und die kann man sich dann auch online kaufen oder im Mediamarkt oder sonst wo. Wie lange gibt es KSM Anime? Offiziell seit 2002. Auf der Animagic, was bietet ihr dort an? Ja, also wir haben hier wie gesagt einen Verkaufsstand, haben auch ganz viele Extra-Gimmicks dabei, also kleine Büchlein, zum, Notizbücher, die es dazu gibt, Poster, ganz viele Extra-Karten. Wir haben auch ein paar Synchronsprecher eingeladen, die waren gestern schon da und heute kommen sie auch nochmal. Wir haben auch noch Ehrengäste, unter anderem die Produzenten von Blood Blockade Battlefront und von Noragami. Ja, genau. Also wir haben auch schon hier ziemlich viel Action, auch Autogrammstunden hier, wie man da sieht. Und ja. Wie hat dir die Animagic gefallen? Bisher sehr gut. Ich bin schon des Öfteren hier gewesen. Und ja, ich bin jedes Jahr hier zufrieden und die Fans sind toll. Und wir freuen uns immer sehr, wenn Leute bei uns an den Stand kommen, wir uns unterhalten können. Und ja, sehr schön. Wenn Leute euch finden wollen, wo, unter welcher Adresse können sie das machen? Also unsere Website wäre www.ksmfilm.de und ansonsten findet man uns auf Facebook und Twitter. Auch unter KSM Anime dann, ja. Okay, dann sage ich vielmals danke. Gerne. Sometimes it's a dollar, I'm not sure what to hold. Together, put together, see the world, cause I'm not sure.